Willkommen zurück zu Flight Pilot Simulator. Kein Update, dafür den Jet Fighter 22. Das letzte Flugzeug, was mir gefehlt hat. Hier habe ich den bekommen, bei der Lotterie. Hab's leider nicht aufgenommen. Ich habe schon einen Testflug damit gemacht und auch irgendwie so ein Looping ausprobiert. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Und danach zeige ich euch noch einen Bug hier bei diesem Flugzeug. Und das funktioniert auch mit dem anderen, mit dem Max Fighter, Splitfire oder so. So ein schwarzes Flugzeug mit roten Punkten. Aber fangen wir jetzt erstmal an mit dem Looping. So, Moment. Jetzt. So, jetzt sind wir kopfüber. Und jetzt geben wir Gas. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß nicht, ob man es so gut gesehen hat. Aber ich fand schon, dass das ein Looping war. Ich kann es ja nochmal versuchen. So, gehen wir ganz weit nach unten. Gehen ganz steil nach oben. Nicht zu steil. Machen die Düsen aus, halten weiter nach oben, bis wir nicht mehr vorwärts kommen, bis wir rückwärts fliegen. Komm schon. So, jetzt gehen wir nach unten. Also ich halte jetzt das Smartphone nach unten und hab's, glaube ich, zu spät gemacht. Ja, wobei, es ist okay, könnte besser sein. Jetzt sind wir kopfüber, jetzt geben wir Gas und halten das Smartphone wieder nach oben und Looping. Ich will noch einen Versuch, weil der jetzt nicht so gut geklappt hat. So. Jetzt geht's rückwärts, jetzt nach unten halten. Komm schon, ja. Und jetzt Gas geben. Das war wieder zu früh Gas gegeben. Juhu, ein Looping. Der ist nicht ganz so schnell wie der Tarnkappenkampfjet. Ich werde trotzdem versuchen, damit mal die Schallmauer zu durchbrechen. So, jetzt gehen wir runter. Und... komm schon, komm schon, komm schon. Ja, geschafft. Und kaputt. Egal, verwerfen. Und jetzt kommen wir zu unserem Bug, den ich recht merkwürdig finde. Und ich würde mal sagen, beginnen wir mit dem Bug. Das ist ein sehr komisches Flugzeug, finde ich. Und bei Nacht ist natürlich auch nicht so schön. Naja, starten wir erstmal. So, jetzt brauchen wir eine sehr große Höhe. Die sind sehr wichtig für den Bug. Ich gehe da immer so auf 20.000 Fuß. Das seht ihr daran, wenn da links bei diesem orangenen Pfeil vorne eine 2 steht, ganz vorne. Also nicht 0,2, sondern 2,0. Und dann werden wir ja sehen, was ich da machen werde. Doof natürlich jetzt. Das Icon ist im Weg. So, 7000 Fuß.
10.000. Die Hälfte haben wir schon geschafft an Höhe. Brauchen noch ein bisschen mehr. Ich drehe auch so ein bisschen zur Seite, damit wir hier in dem Bereich bleiben, weil es hier relativ flach ist. Weil in den Bergen könnte das gefährlich werden mit dem Bug. So, 1,8, 1,9. Okay. Jetzt brauchen wir etwa noch 200 Tempo. Keine Ahnung, wie die Einheit ist. Wie gesagt, steht nirgendwo dran. So, wir haben gleich 200. Dann drehe ich nochmal kurz. So. Komm schon, noch ein bisschen mehr Speed. Und jetzt runter. Runter, einfach nur runter. Es klappt nicht immer. Der Bug klappt nicht immer. Aber er hat geklappt. Ihr seht das? Ich bin mit über 300 Sachen jetzt hier in der Luft. Und ich kann gerade hochfliegen. Das nimmt kaum ab. So gut wie gar nicht. Und ja, dieses komische Zittern ist ein Nebeneffekt davon. Keine Ahnung, warum das so ist. Bei den anderen Flugzeugen habe ich es versucht. Die haben einfach nichts gemacht. Aber dieses Flugzeug, man kann nicht mal eine scharfe Kurve fliegen. Guck doch mal. Ich verstehe das nicht. Der ganze Bildschirm ist komplett broken. Hui. Oh Gott. Wir sind halt so verdammt schnell. Aber das Komische ist, wenn wir langsamer, also wenn wir diese Kurven machen, werden wir auf einmal langsamer. Hier. Warum? Oh Gott. Ja, und der Bug bleibt auch beibehalten. Also ihr müsstet schon das Spiel verlassen, um den Bug zu beheben. Wir fliegen hier einfach mit 1000 Sachen durch die Gegend. Wir sind so schnell am anderen Ende der Map. Ich weiß nicht, ob andere das schon bemerkt haben. Ich habe nicht danach gesucht. Aber ich glaube auch nicht, dass viele mit diesem Flugzeug spielen. Ich meine, guckt es euch an, wie verdammt doll es zittert. Man kann damit auch nicht landen, wenn ich jetzt hier kein Gas mehr gebe. Ich bleib trotzdem mit 900 Sachen in der Luft. Ich flieg trotzdem wie sonst was. Ich versuche mal zu landen, ja? So, einfache Geschwindigkeit. Ich bin so verdammt schnell. Ja. Okay. Vielleicht war ich ein bisschen zu steil. So, Geschwindigkeit runter. Jetzt brauche ich nur noch eine flache Stelle. Am besten kein Flughafen, weil ich halt einfach so schnell bin. Ich fliege über die gesamte Bahn hinaus. Ich habe versucht, damit zu landen, ich habe es nicht hingekriegt. So, ein bisschen... Nein, ich glaube, ich war wieder zu tief mit der Nase. Geschwindigkeit runter, Nase hoch. Nee, will einfach nicht. Und es liegt nicht daran, dass die Häuser massiv sind. Da kann man ganz locker durchfliegen. So. Sturzflug. Oh Gott. Hilfe. Es ist so grausam. Nee. Man platzt einfach instant. Eine richtig komische Folge. Kein Update. Ich frage mich, wann das kommt. Ich frage mich auch, wie lange es schon kein Update gab. Ja, das war mit dieser verbuggten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ein neues Update kommt, werde ich mehr machen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hier kommt noch der Versuch mit einem anderen Flugzeug. Mit dem Turbo, glaube ich. Ich gehe einfach nach unten und
Ich falle einfach, es passiert nichts. Das System tickt hier nicht aus. Und sobald ich wieder geradeaus fliege, sinkt die Geschwindigkeit auch. Also scheint nur am Splitfire zu liegen. Ich kann auch nochmal landen. Und die Häuser sind nicht massiv, nein. Da. Wusch. Die Leuchttürme aber schon, finde ich ein bisschen komisch. Ja. Also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.